Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Livestream hier beim Ortsverein Nord der SPD Wiesbaden. Wie ihr seht, heute ist etwas anders. Und zwar bin ich nicht Isabel, sondern ich bin Marius und vertrete heute Isabel bei der Moderation des Livestreams. Und wie ihr auch gesehen habt, haben wir ein neues Intro. Dafür vielen Dank an Big City TV, die uns da unterstützt haben mit den Luftaufnahmen. Heute ist wieder unser Thema aktueller denn je. Wie soll es auch anders sein? Die Citybahn ist wieder bei uns heute das Thema, dementsprechend auch unsere Gäste. Zunächst Matthias Lück von der Bürgerinitiative pro Citybahn. Und Matthias, vielleicht stellst du dich noch mal kurz vor am Anfang. Genau, mein Name ist Matthias Lück, ich bin 31 Jahre alt, wohne seit 9 Jahren ungefähr in Wiesbaden. Ja, ein aktives Mitglied der Bürgerinitiative pro Citybahn, da mittlerweile auch geraume Zeit im Vorstand tätig. Kollektiv auf die letzte spannende Woche vor dem Bürgerentscheid zu. Deswegen bin ich sehr froh und sehr dankbar, nochmal hier sein zu dürfen bei euch. Ja, sehr gerne. Matthias, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Du warst ja schon mal hier und immer noch eine Woche vor der entscheidenden Tag geistern immer noch ganz viele Fragen um die Citybahn. Es wird immer wieder davon gesprochen, bei Kontraargumenten gegen die Citybahn, warum das Geld nicht irgendwie anders eingesetzt werden könnte. Wir wollen heute einfach mal vielleicht diesen Mythen nachgehen, bisschen im Gespräch. Und vielleicht fangen wir genau einfach mal damit an. Ist denn die Citybahn wirklich so teuer und könnte man das Geld vielleicht nicht eigentlich woanders reinbringen? Also ja, die Citybahn ist teuer. So ein dreistelliger Millionenbetrag, das kann sich als Verbraucher meistens gar nicht vorstellen. Aber die Frage ist halt, wo das Geld herkommt und was man alternativ machen könnte. Und gerade bei den Baukosten ist es eben so, dass ein Großteil der Baukosten, nämlich 90%, vom Land und vom Bund kommen und demzufolge zweckgebunden sind für den Bau von schienengebundenem ÖPNV. Alles, was übrig bleibt, also 10% nach aktueller Schätzung um die 43 Millionen Euro, sind dann die Eigenanteile der Kommunen, die damit theoretisch machen könnten, was sie wollten. Also sie könnten diese 43 Millionen Euro auch in andere Projekte stecken. Die 43 Millionen teilt sich nochmal auf Mainz, Wiesbaden, Rheingau-Taunus-Kreis. Wiesbaden, roundabout 28, 29 Millionen Euro aktueller Eigenanteil, die sich auf mehrere, viele Jahre verteilen werden. Und das wäre ein Teil, wo Wiesbaden sagen könnte, das können wir natürlich auch woanders reinstecken, wenn wir die Citybahn nicht bauen. Aber die Frage ist ja eigentlich nicht Citybahn ja oder nein, sondern Citybahn oder irgendeine andere Alternative. Und eine andere Alternative, wenn wir den öffentlichen Nahverkehr ausbauen wollen, ist ja eine Stärkung des Bussystems. Ein gestärktes Bussystem braucht zum Beispiel mehr Busspuren. Busspuren müssen aus Beton gebaut werden. Eine Betonbusspur ist auch mit 8 bis 9 Millionen Euro pro Kilometer dabei, die wir zu 100% als Wiesbaden selber bezahlen müssten, die also nicht gefördert werden würden, wenn wir uns dafür entscheiden. Also ich finde, diese Abwägung, das Geld kann man woanders reinstecken, ignoriert oft, dass wir das Geld ja dann trotzdem irgendwie in den ÖPNV stecken müssen. Ich glaube, wir haben noch mal kurze Ton. Wir müssen noch mal eine halbe Minute zurück. Eine halbe Minute zurück, dann fange ich mit den Fahrzeugkosten noch mal an. Das Mikrofon an, guck hervorragend. Vorne. Ja, ist an, perfekt. Also auch Straßenbahnfahrzeuge kosten ja viel Geld. Aber auch da ist ja die Alternative nicht, wir haben das Geld frei zur Verfügung, sondern die Alternative ist ja, wir müssen dafür mehr Busse kaufen stattdessen. Und mehr Busse heißt, wir müssen für jeden Straßenbahnzug ungefähr 3 Ersatzbusse kaufen, weil die ja von der Kapazität her entsprechend größer sind. Und Straßenbahnen halten ja auch 3-mal so lange, also müssen 3-mal 3 Busse kaufen quasi für denselben Preis. Und deswegen ist auch dieses Geld für die Straßenbahnfahrzeuge, was zwar die Kommunen stellen, aber eigentlich auch dann alternativ im Bussektor verschwunden. Und man kann es dann eben nicht sagen, wir investieren es in andere kommunale Projekte. Außer man lässt den ÖPNV so, wie er heute ist, aber das ist ja kein Zustand für die meisten. Genau, das glaube ich, da sind sich sogar fast alle einig, ja, dass man eigentlich was ändern muss an dem ÖPNV. Gut, das hast du, das war ja schon mal relativ ausführlich und gut erklärt. Jetzt ist halt natürlich die Frage, dass wir kennen alle die Plakate an der Biebricher Allee auch gerade, dieser Baum muss sterben für die Citybahn. Ja.
mehr, da sind ja mehr Plakate als Bäume wahrscheinlich. Das könnte mittlerweile sogar stimmen. Ja, was ist denn, stimmt das überhaupt? Also man kann sich ja schwer vorstellen, dass jetzt hier die Stadt plant, ganz die ganzen Alleen zu roden. Ja, ich habe auch schon gehört, dass die ganze Stadt gerodet wird, auch da, wo die Straßenbahn nicht lang fährt. Aber also der springende Punkt ist, diese Plakate in der Biebricher Allee sind deutlich häufiger als die Bäume, die es am Endeffekt tatsächlich treffen wird. Wir haben selber mal auf unserer Homepage nachgezählt und kamen auf 42 Bäume entlang der gesamten Allee. Die B-Mitbestimmung hat nach eigenen Angaben 200 Plakate hingehangen. Nach eigenen Angaben auch, sie hätten auch gerne mehr hingehangen, aber man darf ja nicht zu viele Plakate auf einmal hinhängen. Wir haben jetzt gerade vorgestern beim Kurierforum von den Planern der Citybahn GmbH nochmal bestätigt bekommen, dass wir deutlich näher an der Realität liegen werden als gegenteilige Behauptungen. Also es wird im Bereich der Biebricher Allee irgendein mittlerer zweistelliger Betrag an Bäumen sein, verglichen mit 500 Bäumen, die heute dastehen. Das ist also ein relativ kleiner, also ein kleinerer Anteil, das überhaupt nicht in Relation steht zu dem, was da suggeriert wird mit Thema Kahlschlag oder sowas. Und ergänzend dazu sollen aber die Bäume natürlich auch noch wieder gepflanzt werden. Genau, da gibt es, also die Vorschrift, Erz zu pflanzen, ist ja da, seit der Stadt Wiesbaden. Die spannende Frage ist halt, wo. Es gibt Pläne, die entlang der Strecke neu zu pflanzen, auch im Haltestellenbereich. Es gibt neuere Pläne vom Stadtplanungsamt, die eben dann vorsehen, dass man die Alleebäume bis zum ersten Ring vorzieht, also zwischen Fischerstraße und erstem Ring fehlen die ja heute noch. Das könnte man damit angehen. Aber gerade in diesen Planungen ist noch relativ viel im Fluss. Also das ist alles noch nicht zu Ende diskutiert, weil es ja dann die nächsten 2, 3 Planungsschritte erst bringen werden, die finale Festlegung, was wohin kommt. Ja. Aber so oder so wird sich die Anzahl zu Fällen der Bäume eher tendenziell nach unten bewegen als nach oben. Du hast in der ersten Ausführung schon gesagt, von den Busspuren gesprochen, die man ja als Alternative als wenn man den ÖPNV irgendwie noch ausbauen möchte, dann mehr Busse setzen könnte. Das wird ja auch immer als Argument genannt, warum kann man nicht einfach mehr Busse fahren lassen? Ist das die Frage, warum wir nicht einfach mehr Busse fahren können? Ja. Okay, warum? Ja. Genau. Also kann man natürlich schon, muss man aber entsprechende Voraussetzungen schaffen, dass es auch klappt. Also wir haben ja heute schon auf der Bahnhofstraße 1300 Busse jeden Tag hoch und runter. Ja. Auf dem ersten Ring sind es abschnittsweise sogar noch mehr Busse, die hin und her fahren, wenn man noch mehr Busse fahren lassen will. Also abgesehen davon, dass es auch teurer ist, ja, weil jeder Bus kostet ja so 250.000 bis 300.000 Euro jedes Jahr an laufenden Kosten, muss man halt auch sicherstellen, dass die fließen können. Und dann zum Fließen heißt, wir brauchen baulich durchgehende Busspuren. Wir müssen sicherstellen, dass sie nicht durch jemanden, der nur mal eben kurz da parkt, blockiert werden oder durch irgendwelche Ampelschaltungen oder Kreuzungsblockierer aufgehalten werden, sondern die müssen dann tatsächlich fließen können. Und das erfordert, also man kann sich das in vielen asiatischen und südamerikanischen Städten angucken, wie so ein BRT-System, Bus Rapid Transit System aussieht, das erfordert in allermeisten Fällen massiv und baulich getrennte Busspuren. Und ich weiß nicht, ob das die bessere Alternative für die Stadt ist. Weil man dann eben nicht mehr nur über die Umweltspuren redet, die ja drastisch unter Beschuss stehen, auch jetzt schon, sondern tatsächlich über baulich getrennte Betontrassen. Und dann ist dann auch nichts mehr mit Fußgängern, die rüberlaufen oder Fahrradfahrern, die drauffahren oder irgendwelchen abbiegenden Verkehren, sondern die sind dann tatsächlich baulich getrennt. Und dann kann man es auch schaffen, größere Busse oder noch mehr Busse rüber zu jagen. Und wenn man das nicht will und keine Straßenbahn will, dann sind die Optionen irgendwann endlich. Dann haben wir noch eine U-Bahn und eine Seilbahn. Kann man sich jetzt über beides streiten, ob es in Wiesbaden Sinn macht? Ja, vor allem, also erstes gerade auch im Hinblick darauf, dass ja auch immer gesagt wird, naja, so eine Straßenbahn teilt sich ja dann eben auch gar nicht den Verkehr miteinander und man würde Verkehr verdrängen. Also am Ende mit mehr Bus, mit wirklich krass abgesicherten Busspuren wäre das ja auch kein Alternativ. Wäre ja auch nicht anders, genau. Genau. Okay. Was man auch oft hört und was mich immer so ein bisschen verwundert, aber was man trotzdem oft hört, wenn man so auf Facebook, da bist du ja auch relativ aktiv in den Kommentaren, man sieht dich da immer wieder, dass man immer von einer veralteten Technik ausgeht, dass die Straßenbahn nicht modern ist und man irgendwie sagt, naja, das ist alles irgendwie veraltet, eine Technik aus dem vorherigen Jahrhundert. Was sagst du dazu? Ich muss da mal leicht schmunzeln, weil die Alternativvorschläge, also Autos und Busse und Brennstoffzellen und Batterie und Elektroautos, sind ja auch
um die Jahrhundertwende erfunden worden, also plus minus 10 Jahre zur Straßenbahnerfindung. Auch Ford kündigt seit den 1960ern autonome Autos an, die immer noch nicht da sind. Ich muss da halt deswegen schmunzeln, weil es ja vollkommen außer Acht lässt, dass wir oder dass die Straßenbahntechnologie sich ja massiv weiterentwickelt hat. Also wir reden ja nicht mehr über diese Straßenbahnen, die auch in den 50ern noch in Wiesbaden gefahren sind, sondern wir reden ja über moderne Züge, die ebenerdig sind, die lang sind, die komfortabel sind, die Energie sparen können und Energie sparen. Es würde heute ja auch keiner auf die Idee kommen, den Autoverkehr abzulehnen und es mit einem Auto zu begründen, was 1920 gefahren ist oder sowas. Ja, das ist, finde ich deswegen immer ein bisschen abwegig. Die spannende Frage ist ja aber eigentlich auch nicht, ob wie alt ist eine Technologie, sondern wie gut kann die ein Problem lösen, was existiert. Und dass Straßenbahnen Verkehrsprobleme lösen können, ist ja hundertfach bewiesen, allein in Europa und weltweit. Deswegen, also das reine Alter ist prinzipiell kein Argument. Ja. Man muss halt gucken, ob es ein Problem lösen kann oder nicht und hat man bessere Alternativen oder nicht. Mhm. Und das sind die Entscheidungskriterien in meinen Augen. Wir sitzen ja hier gerade genau an der Platter Straße, also auch einer der Ausfahrtsstraßen, wenn es dann für die Pendler nachmittags wieder heißt, sie wollen wieder nach Taunusstein und weiter. Und ich wohne auch an der Platter Straße, also kann mir gut, ich weiß ganz, gut, ganz genau, wie der Stau sich am jeden Nachmittag hier runterzieht. Was hat es denn eigentlich, also man geht ja davon aus natürlich, dass die Citybahn am Ende Stau verhindert. So. Jetzt geht aber natürlich die Gegenseite davon aus, dass es genau gegenteilig wäre, sondern und noch mehr Stau. Man fragt sich manchmal, wie das noch passiert, wie mehr Stau noch funktionieren kann, aber dass noch mehr Stau entsteht. Denkst du, die Citybahn kann wirklich den Pendlerverkehr? Also auf dem Stau-Ranking sind ja noch 2 Städte vor uns, also wir haben noch Luft nach oben. Mhm. Ja, natürlich denke ich das, sonst wäre ich nicht so aktiv. Also wenn der Autoverkehr der gleiche bliebe wie heute und wir setzen eine Straßenbahn oben drauf, dann unterschreibe ich das, dass wir wahrscheinlich mehr Stau haben als vorher. Aber das ist ja gar nicht das Ziel der Straßenbahn. Das Ziel ist ja, dass Leute, die heute mit dem Auto unterwegs sind, aus welchen Gründen auch immer, umsteigen werden in die Straßenbahn oder in den Bus oder in sonstiges ÖPNV-System oder in dieses Gesamtkonzept und dass sie dann eben nicht mehr im Schnitt mit 1,2 Personen 25 Quadratmeter Straße in Anspruch nehmen. Und mit jedem Auto, was dann eben nicht mehr fährt, ist ja auch mehr Platz für alle anderen Autos. Ja, also ist jetzt schwer, eine Glaskugel zu entwerfen, wie viele exakt umsteigen werden. Man kann sich da, ich orientiere mich da immer ganz gerne an anderen Straßenbahnprojekten, wo dann Nachbau der Straßenbahn die Fahrgastzahlen verglichen mit vorher zwischen 10%, 20%, 30% steigen. Und das sind ja dann auch Leute, die vorher Auto gefahren sind zum Beispiel. Dann würde es eben die gesamte Verkehrsmenge, also die gesamte Automenge schon reduzieren. Und der Schlüssel dazu ist eben ein Strauß an bunten Alternativen, an attraktiven Alternativen, die eben nicht heißen, ich fahre mit der reaktivierten Ahrtalbahn nach Schierstein, steige da in einen vollkommen überfüllten und chronisch unpünktlichen Bus oben und quetsche mich in die Innenstadt, sondern ich habe ein zuverlässiges Nahverkehrssystem, wo ich auch reinpasse mit meinen Bedürfnissen, mit meinem Rollator, mit meinem Kinderwagen, mit meinem Fahrrad. Zu guter Letzt, als du vor ein paar Wochen, vielleicht schon ein paar Monate, hier warst, hatte ich Isabel gefragt zu so einer Vision von einem neuen Verkehr in Wiesbaden. Und ich glaube, gerade jetzt eine Woche vor dem Entscheid, gerade solche so Visionen oder auch Narrative, die tragen am Ende doch mehr und das Ziel trägt doch mehr als Einzelmaßnahmen. Könntest du vielleicht einfach nochmal in Eckpunkten versuchen? In Eckpunkten. Also meine Vision für Wiesbadens Verkehr ist gar nicht so visionär, weil die in anderen Städten durchaus normal und Standard ist. Der Kernpunkt davon ist, dass jeder, der in Wiesbaden unterwegs ist, rein, rausfährt oder von A nach B fährt, die freie Verkehrsmittelwahl hat, also sich selber entscheiden kann, was passt für ihn am besten. Nehme ich ein ÖPNV, nehme ich das Fahrrad, nehme ich das Auto, nehme ich Fuß, nehme ich einen Scooter, nehme ich den Pogo-Stick, was auch immer. Und die Voraussetzung dafür ist aber, dass die Alternativen auch attraktiv nebeneinander existieren. Also ich kenne viele Leute, die sagen, sie würden in Wiesbaden gerne mehr Fahrrad fahren, trauen sich aber nicht. Das wird jetzt langsam besser durch Radwege und durch Umweltspuren, aber da ist noch viel Aufholbedarf. Ich kenne viele Leute, die sagen, ich würde hier einen ÖPNV nutzen, aber der taugt bei mir nichts, weil ich zu lange brauche, weil ich keinen Platz habe, weil es zu unflexibel, unattraktiv ist. Und all den Leuten müssen wir halt die Möglichkeit geben, zu den Sachen, die sie dann wählen würden, zu wechseln. Und genau, das unstreichen wir einfach aus.
Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank. Wir haben ja jetzt noch zwei andere Gäste. An wen darf ich denn übergeben? Du darfst übergeben an den Hendrik. Vielen Dank. Sehr gerne. Hendrik Schmehl ist heute nämlich auch noch zu Gast bei uns. Hallo Hendrik. Vielleicht fangen wir genauso nochmal wie bei Matthias an, stellst dich einfach nochmal vor. Ja klar. Genau. Ja, also zunächst mal von meiner Seite ganz herzlichen Dank, heute mal hier sein zu dürfen. Ihr habt das Format ja schon ein bisschen länger, habt das auch beobachtet. Freue mich, dass es jetzt geklappt hat. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Hendrik Schmehl. Ich bin Vorsitzender der SPD-Rathausfraktion, 36 Jahre alt, verheiratet, habe eine 3-jährige Tochter. Ändert auch durchaus oder bestätigt vielleicht auch Perspektiven auf das Thema Klimawandel und wie organisieren wir eigentlich Verkehr und Miteinander in der Stadt nochmal ein bisschen oder sensibilisiert für das Thema nochmal zusätzlich. Du bist ja nicht nur Vorsitzender der Stadtverordnetenfraktion in Wiesbaden, sondern auch seit Samstag der Spitzenkandidat zur Kommunalwahl. Auch das ist richtig, da gewöhne ich mich noch ein bisschen. erstmal natürlich wieder herzlichen Glückwunsch dazu. Und viel zitiert, seit Samstag ist der Satz, wenn wir beim Verkehr bleiben, keine Verkehrswende mit der Brechstange. Vielleicht, wenn du dich dazu noch was sagen könntest, was bewegt dich dazu, das so zu sagen und welche Perspektive hast du darauf? Warum sagst du das so? Also ich glaube, dass die Verkehrswende notwendig ist und dass sie sinnvoll ist und die sozialdemokratische Rathausfraktion steht da auch dahinter. Nur, dass da kein Zweifel reinkommt. Aber wir müssen schon darüber diskutieren, wie wir Dinge in dieser Stadt vermitteln. Und Anlass für dieses Zitat, ich habe es ja erst in der Pressemitteilung gemacht und dann auch nochmal auf dem Parteitag, war das Thema Abbiegemöglichkeit am Landeshaus. Ihr wisst, es ist gesperrt worden, weil sich dort die Konflikte zwischen Busspur bzw. Umweltspur, Radfahrern und Rechtsabbiegeverkehr so schwierig war, dass sich ein Unfallschwerpunkt gebildet hat und da tatsächlich auch mehrere schwierige Unfälle passiert sind, Menschen einfach gefährdet sind. So, deswegen ist es okay zu sagen, bis wir das geklärt haben, müssen wir das jetzt erstmal sperren. Aber quasi so nach dem Motto, sich hinzustellen und zu sagen, ja, es funktioniert halt so nicht, jetzt sperren wir und auch keine Alternative anzubieten. Das ist der entscheidende Punkt und da war ich dem Matthias Lück sehr, sehr dankbar von der Probi E-Citybahn. Der hat nämlich 5 Vorschläge dazu gemacht und sowas würde ich mir eigentlich aus dem Dezernat wünschen, dass man sich überlegt, wie kriegen wir das denn hin, hier allen Verkehrsteilnehmern gerecht zu werden. Die Umweltspuren selbst halte ich für hochgradig sinnvoll. Die Busse kommen viel schneller durch. Mhm. Linie 1, ich kenne das. Ich habe früher im Bereich Sedernplatz gewohnt, bin ich noch nach Mainz zur Uni gefahren. Und wenn man dann morgens über den Ring wollte mit dem Bus, konnte man eigentlich immer 1-2 Busse früher nehmen, um dann wenigstens den Zug zu erreichen, den man sich eigentlich rausgesucht hat. Insofern ist das sehr sinnvoll. Nur die Kommunikation, da hapert es halt. Und was wir momentan halt sehen, ist ganz, ganz viel Stückwerk. Wir haben natürlich im Grundsatz beschlossen, mehr Verkehr vom ersten Ring auf den zweiten Ring zu verlagern. Stichwort Dieselfahrverbot vermeiden. Aber die Kommunikation dahinter ist ja sehr dünn. Also wir erfahren jetzt, oder die Öffentlichkeit erfährt jetzt eigentlich jede Woche mal eine weitere Abbiegemöglichkeit, die verschwindet. Und ich glaube, wenn man da sich frühzeitig dran gesetzt hätte und eine breite Kommunikation, wir machen das auch nicht, um die Leute zu gängeln. Es wird ja auch immer in den Kontext der Citybahn gestellt. Das finde ich sehr schade, weil damit hat es ja jetzt erstmal gar nichts zu tun. Ist nicht hilfreich. Und das habe ich zusammengefasst quasi Verkehrswende mit der Brechstange, weil so empfinden es viele Bürgerinnen und Bürger. Und das kostet ganz viel Akzeptanz. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht das Kritische dabei, weil davon könnten am Ende vielleicht diejenigen profitieren, die Verkehrswende insgesamt ablehnen oder zumindest mal sehr kritisch beäugen. Und das würde ich gerne vermeiden, weil wir müssen das in unserer Stadt neu organisieren. Also sozusagen Nachhaltigkeit in zwei Richtungen. Also einerseits, dass man natürlich den Verkehr nachhaltig organisieren muss, weniger CO2, weniger Feinstaubbelastung. Andererseits eben aber auch, dass die Maßnahmen, die man trifft, insofern Akzeptanz bekommen, dass sie nicht einfach wieder reaktionär rückgängig gemacht werden, weil sich dann Bürgerinitiativen wieder oder diverse Parteien dann dahinter sammeln und sagen, nee, wir machen das jetzt alles wieder rückgängig.
Genau, dann kommt halt nämlich, wenn wir Pech haben, so ein verkehrspolitischer Rollback. Mhm. Und das fände ich sehr schwierig. Der zweite Punkt, den ich auf dem Nominierungsparteitag ja angesprochen hatte, da gab es auch viel Applaus, insbesondere aus den Vertreterinnen und Vertretern der Vororte oder der Ortsvereine der Vororte, dass man sich mit der Verkehrsentwicklung ja jetzt sehr, sehr stark mit der Innenstadt befasst. Das ist ein Stück weit nachvollziehbar, weil es natürlich um die Vermeidung des Dieselfahrverbotes geht. Aber die Verkehrsprobleme liegen ja nicht nur dort, sondern sie liegen auch und gerade in den Vororten. Wir kennen die Situation in Erbenheim, die ist schwierig. Wir kennen es insbesondere aus Bierstadt. Und da bewegt sich momentan noch nicht so viel, was Verkehrsentwicklungsplanung angeht. Und wenn ich Verkehre natürlich dort schon vermeiden kann, kommen die auch nicht in der Innenstadt auf. Und das kommt mir ein bisschen zu kurz. Also auch da wieder eine gewisse Abbildung der gesamten Stadt fehlt da einfach. Es ist die ganze Stadt im Blick, das ist so ein bisschen das Thema. Es geht also eigentlich darum, dass man sagt, gut, hier in der Innenstadt, wir haben natürlich in der Innenstadt das höchste Verkehrsaufkommen, das ist ja ganz natürlich. Und auch wieder mit der, auch zwar bei den Vororten nicht mehr im Kontakt mit der Citybahn, aber da geht es natürlich auch wieder um auch einfach Pendlerverkehr auch richtig zu leiten und umzustellen. Du hattest gerade deine Perspektive auf den Umweltfaktor beim Verkehr gelegt, auch im Hinblick auf deine Tochter, die natürlich auch mit den Problemen dann leben werden muss, die wir jetzt ihr schaffen. Was scheint dir da denn am wichtigsten zu sein bei Umwelt in der Kommune und auch im Verkehr dann entsprechend? Vielleicht um das Beispiel noch mal ein bisschen auszuführen. Ich hatte das bei der Amtseinführung von Gerd-Uwe Mende als Beispiel genommen. Da war meine Tochter knapp 2, ist 2018 geboren. Und wenn du das hochrechnest im Jahr 2100, wenn alles gut läuft, ist sie 82 Jahre alt. Also das ist eine Zeitspanne, die nach menschlichen Ermessen mittlerweile in der vorstellbaren Region liegt. Das ist nicht irgendwie in 500 Jahren, sondern das ist nicht bald, aber es ist doch innerhalb eines Menschenalters doch sehr klar zu erreichen. Mhm. Und das verändert natürlich schon auch ein Stück weit Perspektiven, wenn man sich das ein bisschen bewusst macht. So, und deswegen sage ich ja auch, ja zur Verkehrswende, wir müssen bei CO2 runter. Wir haben das Thema Verkehr, ist sicherlich ein wichtiges Thema dabei. Und deswegen arbeiten wir auch an einem ÖPNV, der attraktiv ist, der nachhaltig ist und der am Ende auch eine attraktive Alternative ist zum Auto. Ja? Und der kann, glaube ich, nur gewinnen, wenn er attraktiv ist. Ja? Also über Anreiz und nicht über Druck an anderer Stelle. Ich glaube, das funktioniert eher nicht. Der andere Punkt ist natürlich schon die Frage, welche Faktoren haben wir noch, um im Bereich Klimawandel arbeiten zu können in Wiesbaden? Das Thema Wärme, Gebäudedämmung, das sind schon Punkte, wo man vielleicht auch noch mal ein bisschen stärker reingehen kann und die Fokussierung nicht alleine auf den Verkehr lenkt. Und vielleicht kann man dort auch, oder wenn man es insgesamt betrachtet, würde ich mir wünschen, dass wir vor allem dort das meiste Geld einbringen im Bereich Klimawandel oder Klimaschutz, wo die Wirkung am größten ist, pro eingesetztem Euro. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir sprechen darüber, wir wollen die Leute irgendwie dazu bringen, den ÖPNV, also auf den ÖPNV zu gehen lieber, weil der ÖPNV insgesamt immer mehr CO2 einspart als der Individualverkehr. Dann ist das natürlich auch ein Argument für die Citybahn, weil man sagt, okay, die Citybahn ist so attraktiv, da würden mehr Leute umsteigen, gerade auch Pendler. Was ist denn das Argument für die Citybahn, das dich am meisten treibt, wo du sagst, ja, das ist wirklich, wo man denkt, da muss man doch eigentlich jetzt sagen, dafür muss man ja mit Ja stimmen. Der Verzicht die Möglichkeit auf das Umsteigen zu verzichten. Also wenn ich habe in Mainz studiert und ich hatte dann immer die Wahl, fahre ich mit der Linie 6. Das ist eine lange Strecke, das ist jetzt zieht sich auch. Ich fand es aber, ich habe es hier häufiger genutzt, weil ich fand es eigentlich ganz angenehm. Man konnte sich hinsetzen, konnte seinen Artikel lesen, den man noch lesen musste für das Seminar. Und ansonsten war man nämlich immer mit dem Umsteigen beschäftigt. Ja? Also 5 Minuten, also erst mit der Linie 1 irgendwie zum Bahnhof, dann da wieder in den Warten auf den Zug. Das sind immer so 3-4 Minuten Abstände, da lohnt es sich nicht, in irgendwas einzusteigen, sondern man ist quasi mit dem Umsteigen und dem Fahren ein bisschen beschäftigt. Und dann musste man natürlich, kam man in Mainz aus dem Bahnhof und dann, da war die Mainzer Bahn noch nicht fertig, als ich studiert habe. Das zeigt nur, wie lange das schon alles her ist. wir haben gerade angefangen, als ich so ungefähr fertig war. Und
Das heißt, man musste immer noch in die vollgestopften Busse unten und direkt am Bahnhof, um hoch zur Universität zu kommen. Und das fand ich super unattraktiv. Und natürlich mit jedem Umsteigevorgang habe ich immer ein Zeitrisiko. Mhm. Und deswegen ist Umsteigen für Nahverkehr immer furchtbar und macht ihn richtig unattraktiv. Und bei der Citybahn quasi die Möglichkeit, ohne Umsteigen durchfahren zu können, zu zumindest wesentlichen Punkten in der Stadt, finde ich sehr attraktiv, vor allem wenn man das Netz dann auch noch entsprechend ausbaut. Ansonsten sind natürlich Faktor Preis ist immer ein Thema im ÖPNV. Deswegen diskutieren wir ja auch solche Projekte wie das 365-Euro-Ticket. Sicherlich der sozialste Teil des Themas Verkehrswende, weil die Frage der Bezahlbarkeit von Mobilität ja auch durchaus Menschen davon abhält oder sie sagen sich dann, naja, das will ich nicht auch noch bezahlen, die 70 oder 80 Euro im Monat. Ich habe ja mein Auto, dann benutze ich das halt auch entsprechend, weil ich da nicht alle Kosten sofort auf den Tisch bekomme, sondern da auch ganz, ganz viele EDA-Kosten gefühlt zumindest da sind schon. Ja genau, also mit der 6 kann ich das natürlich sehr gut nachvollziehen. Wie gesagt, ich wohne hier auch an der Platter Straße, entsprechend macht es auch nur Sinn. Und genau das ist auch für mich das Argument, dass ich durchfahre, weil ich am Ende einfach keine Lust habe, immer wieder umzusteigen und am Ende kommt der Zug nicht und dann oder der Bus nicht. Und dann hat man, wenn man einmal drin sitzt, dann kommt man mehr oder weniger auch pünktlich. Zumal ja noch dazu kommt, entschuldige, dass ich dich unterbreche. Kein Problem. Die S-Bahn-Verbindung ist ja jetzt auch nicht berauschend nach Mainz. Nee. Also nominell ist sie in Ordnung, aber wir alle kennen es ja auch aus der Realität. Wie oft haben wir Verzögerungen und Ausfälle? Ich meine, die Züge fahren bis Hanau oder Aschaffenburg, fahren vor allem über den Knotenpunkt Frankfurt. Und da hast du natürlich schon das Problem, dass immer wieder Verzögerungen da drin sind. Wir alle kennen das, Personenschaden an der Hauptwache. Und dann bricht das ganze System auch mal für einen Tag zusammen. Und solche Probleme hast du natürlich dann mit im Busverkehr oder auch mit der Citybahn vielleicht nicht so in der starken Auswirkung, die in das gesamte System so stark reinwirkt. Ja. Angesprochen hattest du das 365-Euro-Ticket. Wie du auch gesagt hast, das Sozialste im Hinblick auf dieses Thema, weil das eben ja auch die Frage ist, wer kann sich überhaupt Mobilität leisten und jeder soll sich Mobilität leisten. Das ist ja das Ziel, dass jeder auch teilhaben kann an dieser Gesellschaft, in dieser Stadt. Jetzt komme ich über dieses Geldthema auf noch ein anderes Thema zu sprechen, und zwar dieser Preis, der am Ende für die Citybahn insgesamt im Raum steht. Das ist ja, dreht sich um so eine halbe Milliarde. Aber ist es nicht eigentlich gerade, weil ja eben zu 90% vom Bund und Land das bezuschusst wird, ist es nicht eigentlich allein schon dadurch, dass man sagt, man bekommt eine halbe Milliarde in die Infrastruktur investiert, ohne viel selber hinzugeben zu müssen, ist es nicht allein das schon ein Argument genug? Also das kann man so sehen, ist aber nicht meine Motivation. Mir geht es darum, dass diese Mittel in möglichst wirtschaftliche Projekte fließen. Ihr wisst, das Thema Kosten-Nutzen-Untersuchung muss übereins sein, ist dieses formale Verfahren. Wiesbaden steht ja da ziemlich gut da. Matthias kann das im Zweifel noch ein bisschen detaillierter ausführen. Das heißt, der volkswirtschaftliche Nutzen ist in Wiesbaden besonders hoch. Und dann wird immer argumentiert, ja, nur weil es Bundesmittel oder auch Landesmittel sind, auch Steuermittel und deswegen können wir die ja nicht in einem solchen Projekt verschwenden. Da sage ich nur, es sind zweckgebundene Mittel, die fließen dann im Zweifel in ein anderes Schienenverkehrsprojekt in einer anderen Stadt und sogar im Zweifel mit einer niedrigeren Wirtschaftlichkeit. Die wird zwar auch über eins sein, aber ist sie wirklich dann vielleicht auf dem Niveau von Wiesbaden? Das heißt, hier werden die Mittel ja eigentlich fast schon optimal dann eingesetzt. Und das ist für mich eher das tragende Argument, als jetzt zwingend zu sagen, es geht halt nicht anders, weil diese Projekte sind so groß, sie überfordern jeden kommunalen Haushalt, das denke ich auch klar. Und deswegen brauchen wir das und ohne geht's ja auch nicht. Ja. Das sagen wir auch alle, dafür brauchst du halt eine gewisse Planungstiefe und musst ein bisschen Geld ausgeben dafür, das ist richtig. Aber ich glaube, wenn wir jetzt nicht so viel schon in Vorplanungen investiert hätten, dann wäre die Kritik beim Bürgerentscheid, ja, ihr könnt ja gar nichts im Detail dazu sagen, wo jetzt die Trasse lang ist. Das ist so ein bisschen, egal wie man es macht, ist beides irgendwie nicht richtig und kann gegen dich verwendet werden in der Argumentation. Aber natürlich würden wir uns freuen, wenn diese 400, 500 Millionen Euro natürlich in der Region Wiesbaden investiert werden und nicht in einer anderen Stadt, ist, denke ich, klar. Ja. Was wir jetzt zum Ende, weil unsere Zeit, die wir beide jetzt haben, auch schon wieder fast zu Ende geht, mit welchem Blick gehst du auf diese Abstimmung in einer Woche? Was
könnte passieren, wenn die Citybahn abgelehnt wird? Oder allgemein, wie denkst du, verändert das diese Stadt insgesamt, auch die Stadtgesellschaft, egal welches Ergebnis am Ende rauskommt? Also ich glaube, was ein bisschen in jedem Fall ein bisschen bleiben wird, ist die Spaltung. Ich finde es schon ziemlich heftig, wie mittlerweile miteinander umgegangen wird. Jetzt habe ich meinen Fokus eher auf die Verfehlungen der einen Seite. Ich will nicht ausschließen, dass das auf der anderen Seite auch so ist. Ich sehe da aber schon auch eine Unwucht. Also wenn ich mir die Plakatierung angucke, auch die, die jüngst jetzt nochmal über Nacht aufgetaucht ist, wo Dinge ja völlig aus dem Kontext gerissen werden, wie das den Vorschlag, dass Senioren über 65 und Seniorinnen im Übrigen auch ihren Führerschein abgeben können, wenn sie das möchten und dafür zum Beispiel 3 Jahre Bus fahren dürfen, kostenfrei. Das wird jetzt hier quasi instrumentalisiert, so nach dem Motto ein Sollen und für die Citybahn. Finde ich ziemlich unredlich, muss ich sagen. Aber gut, und das bleibt natürlich schon hängen im Nachgang. Also da eint, glaube ich, auch der Entscheid selbst nichts, sondern das wird, glaube ich, erstmal die Stadtgesellschaft noch ein bisschen herausfordern über die nächste Zeit. Was ich mir vor allem wünsche, was ging ja darauf mit, wie blicke ich darauf? Wir haben jetzt noch eine knappe Woche. Ich wünsche mir natürlich, dass möglichst viele Menschen wählen gehen und diese Möglichkeit zur Abstimmung nutzen, weil ich glaube, nichts wäre schwieriger, als wenn wir das Quorum nicht erreichen, egal in welcher Form. Also ich wünsche mir wirklich, dass das Quorum erreicht wird. Dann haben wir auch keine Notwendigkeit zur Interpretation, wie man jetzt mit einem nicht erreichten Quorum und damit quasi eine Rücküberweisung der Entscheidung an die Stadtverordnetenversammlung durch die Bürgerinnen und Bürger, weil dann fängt das große Interpretieren an, das würde ich mir nicht wünschen. Wenn es denn so kommt, dann muss man gucken, wie man damit umgeht, aber noch ist ja die Möglichkeit, die Leute zu mobilisieren und aufzurufen, wählen zu gehen. Und ich bin momentan, zumindest so vom Gefühl her, eigentlich auch ganz zuversichtlich, dass das Quorum erreicht wird. Okay, dann vielen Dank, Hendrik, dass du hier warst. Wir haben jetzt noch einen dritten Gast, und zwar die Silvana Sand von den Jusos, Vorsitzende bei den Jusos. Setz dich ruhig. Genau. Hallo Silvana. Hallo. Ja, genau, wie bei den vorherigen Gästen, stell dich am besten einfach mal selber kurz vor. Das Wichtigste, was zu dir zu sagen gibt. Und dann lass uns danach am besten in das Citybahn-Thema einsteigen. Ja, du hast es eben schon erwähnt. Ich bin die Silvana. Ich bin 22 Jahre alt. Ich bin bei den Jusos sehr aktiv. Und mit den Jusos zusammen haben wir auch demnächst ein Jugendbündnis zum Thema Citybahn gegründet. Ja. Ja. Das Jugendbündnis besteht aus den Jusos und? Aus den Jusos, aus der Linksjugend, aus der Grünen Jugend, aus Fridays for Future, dem Jugendparlament und Gewerkschaftsjugenden. Mhm. Also eigentlich, und weil wir jetzt, nachdem wir hier sozusagen die Stadtpolitik vertreten hatten, die Bürgerinitiative pro Citybahn vertreten hatten, bringst du ja jetzt uns sozusagen die junge Perspektive auf dieses Thema. Was scheint dir denn da besonders wichtig an der Citybahn? Also was denkst du, ist das ausschlaggebende Argument, warum junge Menschen gerade am nächste Woche Sonntag dann für die Citybahn abstimmen sollten? Also zum einen natürlich die Flexibilität, die die Citybahn bringt. Die Tatsache, dass die Citybahn eben viele Schulen anbindet und eben auch Hochschulen, beispielsweise auch in Mainz, aber auch in Wiesbaden, die Hochschule Rhein-Main mit anbindet. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass gerade für junge Menschen das Klimathema auch ein sehr wichtiges ist. Wir haben auch Fridays for Future mit eben bei uns im Bündnis, die dann auch nochmal besonders das Klimathema eben hervorheben. Aber allgemein ist das auf jeden Fall ein Thema, das jungen Menschen wichtig ist. Und ja, ich glaube, das sind so die Hauptaspekte. Natürlich sind für junge Menschen auch die sozialen Aspekte wichtig. Die Tatsache, dass die Citybahn eben gerade Menschen mit eingeschränkter Mobilität eben eine neue Selbstbestimmtheit eben mitbringen kann, dadurch, dass bei der Citybahn es möglich ist, ohne Rampe oder irgendwas direkt mit Rollstuhl einsteigen zu können. Aber auch für junge Familien, die einen Kinderwagen haben, ist es natürlich auch ein immenser Vorteil. Ja.
Ja, das sagst du schon was Passendes, weil was die Kameras nicht sehen, gerade ist hier gerade ein Kinderwagen vorbeigerollt. Du hast ja für auf der Podiumsdiskussion des Jugendparlamentes auch das Jugendbündnis vertreten und entsprechend dich auch schon der Debatte gestellt. Was ist dir denn in der Debatte insgesamt, nicht nur auf dieser Podiumsdiskussion, lass uns das nicht darauf beschränken, aber insgesamt in der Stadtgesellschaft aufgefallen? Also wie ist da der Ton und was denkst du darüber? Also allgemein ist mir aufgefallen, dass die Debattenkultur teilweise wirklich unterirdisch ist. Das fängt an mit den Fake News, die so ein bisschen verwendet werden oder Dinge, die halt eben einfach in einem anderen Kontext wiedergegeben werden, aber auch die persönlichen Angriffe, die stattfinden, die meiner Meinung nach zum einen einfach unnötig sind und zum anderen davon ablenken, warum wir überhaupt den Bürgerentscheid haben. Wir haben den Bürgerentscheid, damit sich jede und jeder in Wiesbaden anständig informieren kann und dann für sich die Entscheidung treffen kann, finde ich das Projekt Citybahn gut oder eben nicht. Und wenn ständig irgendwelche Informationen verdreht werden, dann ist es überhaupt nicht möglich, dass sich die Wiesbadenerinnen und Wiesbadener tatsächlich ein objektives Bild machen können und entscheiden können, will ich das oder will ich das nicht. Also das glaube ich auch und ich glaube auch gerade im Hinblick auf diese Debatte, auf die Frage, will ich jetzt die Citybahn? Ich finde auch da, man kann ja ruhig auch gegen die Citybahn sein, ne? Also warum nicht? Es gibt auch bestimmt Argumente dagegen. Ich bin jetzt selber natürlich ein Befürworter der Citybahn, aber natürlich kann man von mir aus es auch als persönliche Einschätzung werten lassen, dass man eine Straßenbahn nicht schön findet. Das ist natürlich eine subjektive Einschätzung, aber man kann es tun. Wie soll das denn dann weitergehen in dieser Stadt, wenn man es dabei aber nicht beruhen lässt, sondern dann halt lieber, wie gesagt, in der Biebricher Allee 200 Plakaten, die da hängen, von wegen die ganzen Bäume würden sterben, obwohl es halt nur ein Bruchteil der plakatierten Bäume sind. Oder eben, wo irgendwelche Zusammenhänge aus dem Kontext gerissen werden. Was denkst du denn, wie das sich dann entwickeln wird? Ich weiß es nicht. Also es kommt natürlich auch sehr stark drauf an, wie das Ganze dann weitergeht, wie sich die Debatte weiterentwickelt. Und ich denke, es hängt auch sehr stark von dem Ergebnis beim Bürgerentscheid ab. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich diese Spaltung noch so ein bisschen weiter zieht in Richtung Kommunalwahl hin. Ja, ich hoffe natürlich, dass es sich mit dem Bürgerentscheid dann hat und dann hat man ein Ergebnis und dann muss man weiter schauen, weil man am Ende des Tages ja auch weiter irgendwo gemeinsam Lösungen für diese Stadt finden möchte. Gerade wenn die Citybahn abgelehnt wird, wird es noch schwieriger, weil man dann ja erstmal wieder quasi beim Anfangsstadium angelangt ist und dann erstmal schauen muss, wie kriegen wir denn dann die Probleme im Verkehr, die wir in dieser Stadt haben, in den Griff? Denn, also was mir nämlich auch noch in Erinnerung von der Podiumsdiskussion geblieben ist, selbst die Vertreterin der gegnerischen Bürgerinitiative, die Citybahn ablehnt, sagt, ja, ich habe jetzt mittlerweile erkannt, Wiesbaden hat ein Verkehrsproblem. Doch was mich dann halt auch immer so ein bisschen stört bei der gegnerischen Perspektive ist, sie schlagen halt keine wirklichen Lösungen vor. Denn die Lösung, die sie vorschlagen, ist zum einen die Busspur. Das Problem mit der Busspur ist, wenn wir auf der Biebricher Allee beispielsweise tatsächlich eine Busspur bauen, dann kostet die viel mehr Bäume. Dann muss nämlich tatsächlich eine Baumreihe abgeholzt werden, weil so eine Busspur einfach mehr Platz braucht. Und auch die anderen Argumente von wegen, durch Homeoffice-Entwicklungen und durch autonomes Fahren würde sich das ja sowieso geben, dass niemand mehr den ÖPNV nutzen wird. Das ist halt auch, weiß ich nicht. Also zum einen, das autonome Fahren ist halt noch lange nicht so weit entwickelt, dass das in absehbarer Zeit irgendwie eine Lösung sein könnte, abgesehen davon, dass wir dann immer noch das Platzproblem haben. Und es gibt immer noch viele Jobs, da haben wir vielleicht eher so die Perspektive als Sozialdemokraten, aber es gibt immer noch viele Jobs,
die kann man gar nicht aus dem Homeoffice erledigen. Und genau das sind Menschen, die weiterhin auf den ÖPNV angewiesen sind. Genauso junge Menschen werden weiterhin auf den ÖPNV angewiesen sein, auch in Zukunft. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eben einen guten, funktionierenden ÖPNV weiterhin haben. Denn was eben auch noch ein Aspekt ist, ist auch dieser finanzielle Aspekt. Also gerade Menschen, die nicht so viel Geld haben, können sich das Auto oft überhaupt nicht leisten. Zum einen können sie sich die Neuanschaffung nicht leisten, wenn es wegen dem Scheitern der Citybahn tatsächlich dazu kommen sollte, dass wir ein Dieselfahrverbot in Wiesbaden bekommen. Gerade für junge Menschen, die können oft noch überhaupt kein Auto fahren. Das heißt, die müssen den ÖPNV nutzen. Und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, nicht nur den Umwelt- und Klimaaspekt zu sehen, sondern auch zu sehen, dass es auch eine soziale Frage ist. Ja. Also du vermisst einerseits natürlich eine gewisse Konstruktivität auf der Seite der Citybahn-Gegner und auf der anderen Seite sagst du auch, die Generation, die wir beide jetzt vertreten, würdest du sagen, die ist schon eher pro Citybahn oder würdest du sagen, die ist dagegen? Also ich würde sagen, die jungen Menschen, mit denen man sich wirklich dann auch unterhält oder im Allgemeinen merke ich das auch ganz stark im Dialog, wenn man sich dann tatsächlich über die Fakten austauscht, dann sind eigentlich die meisten, oder ich habe tatsächlich noch niemanden getroffen, der danach tatsächlich immer noch dagegen ist. Was, glaube ich, viele junge Menschen auch verunsichert, weshalb wir auch unter anderem das Jugendbündnis gegründet haben, ist, dass so viele Informationen im Raum stehen, die so gar nicht stimmen. Also beispielsweise das mit den Bäumen ist ein Aspekt, wo viele junge Menschen eben auch sagen, wenn da alle Bäume abgeholzt werden, da bin ich gegen die Bahn. Ja. Aber Tatsache ist eben, das stimmt zum einen nicht, dass, also ihr habt ja eben schon darüber gesprochen, dass es gar nicht so viele Bäume sind, die abgeholzt werden. Und man muss eben auch bedenken, würde man die CO2-Ersparnis, die durch die Citybahn geschaffen wird, tatsächlich durch Bäume ausgleichen wollen, dann müssen da tatsächlich mehrere Hektar an Wald gepflanzt werden. Mhm. Ja, also ich merke das genauso wie du, also in der Auseinandersetzung, gerade mit jungen Leuten, merkt man jetzt auch seit, jetzt über einem Jahr mit Fridays for Future, da ist natürlich ein Bewusstsein extrem geschaffen worden, auch gerade in dieser Generation für Umweltschutz und auch für alternative Formen des Verkehrs und lassen wir es jetzt einfach mal beim Verkehr. Und natürlich sind die dafür und wenn man denen dann auch, und ich glaube, dafür gibt es ja die guten Argumente, klar macht, dass die Citybahn eben ein Argument für den Klimaschutz ist und etwas für den Umweltschutz und eben nicht so stark, wie es oft plakatiert oder eben behauptet wird, dem Klima, der Umwelt oder beziehungsweise dem Restnatur in so einem urbanen Raum, wie auch immer das, man das beschreiben möchte, schadet, dann kann man ja, glaube ich, dann sind auch viele junge Menschen bereit dazu auch zu sagen, ja, wir brauchen die Citybahn und auch dafür. Denkst du, dass gerade auch die Fridays for Future, die junge Generation, jetzt so angetrieben hat, vielleicht auch eher zu so einer Abstimmung zu gehen zur Citybahn? Also ein Problem dabei ist natürlich, dass viele auch noch gar nicht abstimmen dürfen. Also abstimmen darf man ja erst ab 18 Jahren und viele, die sich beispielsweise auch bei Fridays for Future engagieren, gehen eben noch zur Schule und sind noch gar nicht 18. Die Leute, die man erreicht, die man auch mit den Fakten erreicht, da kann ich mir schon vorstellen, dass sie auch zur Wahl gehen, aber ist natürlich die Frage immer trotzdem, reicht das? Weil man muss eben auch gleichzeitig sehen, der Anteil der jungen Menschen ist eben nicht die Mehrheit und vor allem die jungen Menschen, die schon abstimmen dürfen, die schon wählen dürfen, stellen eben auch nicht die Mehrheit dar. Ja, danke. Also danke, dass du das so ausführlich aus der Perspektive gerade eben, sage ich mal, dieses Jugendbündnisses beschrieben hast für uns. Ansonsten vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass alle anderen da waren. Wir sehen uns nächste Woche schon wieder. Und zwar dann genauso wieder um die Uhrzeit 17 Uhr freitags.
Wer das noch nicht getan hat, der lässt am besten ein Gefällt mir auf unserer Facebook-Seite da und abonniert. Ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao.